Und es geht weiter mit der nächsten Mission von Call of Duty. Wir setzen die Mission fort und hier, 8. Dezember 1944, 7:30 Uhr, Bergstein, Deutschland, bedeckt, 7 Grad. Ich habe nicht mehr geschlafen, seit wir Bergstein am 6. eingenommen haben. Wir haben uns oben auf dem Hügel eingegraben und Befestigungen aus allem gebaut, was wir nur in der Gegend finden konnten. Unsere einfachen Verteidigungen sollen den Feind in bestimmte Trefferbereiche lenken. Das Problem ist, dass wir so viele Verluste in den letzten 24 Stunden erleiden mussten, dass fast niemand mehr da ist, der sie dann auch treffen und ausschalten könnte. Corporal Bill Taylor, D Company, 2. Ranger Bataillon. Company Doc, herhören! Die Schlacht um den Hügel. Alle anderen sind tot oder verletzt. Das Bataillon wird uns schon bald ablösen. Aber ich bin erst dann zufrieden, wenn wir hier... Gegenangriff! Na los, Bewegung! Die Mörserteams kommt den Hügel rauf! Taylor, raus da! Und schalte die Mörserteams der Deutschen aus! Alle anderen auf Posten, los! Lass die Deutschen nicht in diesen Raum da! Wir haben hier viele Verletzte! Okay, erledigen Sie die Scharfschützen, erledigen Sie mit dem Scharfschützengewehr die Mörserteams im Randbereich. Achten Sie auf Rauchspuren am Himmel, um die Lage der feindlichen Mörser auszumachen. Das wäre dann mal hier. So, das war's. Nee, hier nicht. Wow! Zack, und das war's mit dem. Dann laufen wir mal hier wieder weiter. Scheiß Deutsche, da kommen jetzt wieder alle in unseren Bereich hier hinein. Bam, und ja, das war schon wieder mit dem. Zack. Ja, fuck. Das wird ja ein lustiges Spielchen. Dann müssen wir wieder hierher. Und wo ist das Mörserteam? Wo ist das Mörserteam? Da ist er ja. Zack und zack. Bomb Headshot. Ach, hier ist ja ein MG. Oh, das Feuern auf Kameraden wird nicht toleriert. Das verstehe ich sogar. Jetzt haben wir hier den letzten Mörser noch besiegen. Ja, wunderbar, dass wir jetzt gestorben sind. Das ist natürlich Ironie. Zack. Und jetzt müssen wir hier wieder schön verteidigen. Nachladen. So, hier mal schnell ducken und... Mann, sind es viele. Spiel gespeichert. Nicht nachlassen. Sie testen unsere Verteidigungen. Der echte Angriff steht bevor. Schade, dass wir nicht so an einen Mörserteil hier können. Stell mich einfach mal hierher.
Na wunderbar, alter Artilleriebeschuss. In Deckung. Na los, geh rein. Wir ballern einfach mal ein bisschen hier. Private Emsley und Private Zampella. Verhindern Sie, dass die Deutschen die Bunkerhilfsstation durchbrechen und stürmen. Also, hier müssen wir verteidigen, oder wie? So, von wo aus kommen die denn? Ich schätze mal, hier... Ich habe hier mal schnell die Waffe von den Deutschen hier aufgenommen, die MP44. Ich kenne sie nur als STG44. Verdammt, und schnell an das MG. Und wieder weg. Ja, wunderbar. Haben wir immer mehr. Ja, jetzt würde ich da gerne reingehen und an das MG hier, das jetzt nicht mehr dasteht, auch nicht schlecht. Oh, ein Panzer. Na wunderbar. Hier habe ich doch eine Panzerfaust gesehen oder einen Panzerschreck. So, Panzer, du bekommst jetzt mal eine Abreibung. Da hinten bist du. Ah, okay, auf die Entfernung hat man kein normales Zielvermögen. Die Kugel fliegt dann einfach irgendwo anders hin. So vielleicht. Kommt noch eine Kugel hier. So, der eine ist schon mal besiegt. Aber da ist ja noch ein zweiter. So, wieder Munition hier aufgesammelt. Er ist nervig, dieser Panzer. Okay, es ist ja nicht direkt ein Panzer. So, das zweite Teil ist auch besiegt. Perfekt. Wow. Und wow, was ist hier los? Na, wunderbar, die beiden sind noch da. Hey, komm, die wollen mich verarschen, oder? Ach, der ist schon besiegt, der andere. Ja, und drüber. So, jetzt haben wir sie beide wieder. Ich gehe mal kurz hier runter. Die Tür läuft.